Hallo Leute, Desorio hier bei Star Wars Jedi von Empire und willkommen in der Arena. Warte mal, bevor wir das machen, gucken wir uns hier nochmal kurz um, ob es hier noch irgendwas gibt. Ne? Ja, gespeichert haben wir, ausgeruht haben wir. Wir sind auf irgendeinem Asteroiden vermutlich gelandet und müssen entkommen. Unseren Kumpel BD1, den Droiden, haben wir letzte Folge schon eingesammelt. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich freue mich natürlich über jedes Like. Und so, und ich habe ein bisschen Bammel, was hier gerade auf mich zukommt. Ich weiß es nicht. Und ja, schön, dass du mitschaust und jetzt geht's einfach mal los. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin John Turbo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 abdanken. Der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Du willst deine Show? Dann bekommst du eine Show. Ich bin der Blut unter Moneten. Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderer der Vergangenheit. Und das von ihnen erbrachte Opfer. Denn es macht uns reich. Hallo? Hey, weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Das hab sogar ich kommen und kämpft selbst. Ich muss doch meine Credits zählen. Okay. Du hast recht. Du redet echt so viel. Was kommt jetzt? Die ganzen Viecher hier. Wie können die sich da bitte einbuddeln? Davon habe ich noch nie mehr. Ich muss mal kurz weg hier. Nicht was immer da. Was für ein Schlag von dir! Du kannst sie nicht alle aufhalten! Doch, kann ich. Na, das nenne ich einen Kampf! Machen wir das Ding platt! Schlag ihn was richtig hin! Boah, noch was! Noch mehr. Übler als die Brustzeit auf Yalvec Prime! Weg, weg! Komm, weg! Hilfe, BD! Weg! Geben wir etwas mit mehr Biss! So, jetzt müssen wir noch die Spinne fertig machen. War Mist. Ah. Boah, ich habe immer noch keinen Sprungangriff. Hey!
Du hattest Glück, Kleine. So. Bis jetzt ganz gut. Ich habe noch keine Stimpacks mehr. Das Beste kommt erst. Ja, das habe ich befürchtet. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Die Haxi und Bruce bläst zum Angriff. Wow. Mist, ey. Schau nicht so nervös. Zwing mich nicht, dich zu verfolgen. Oh, das war klar, ey. Ohne Stimpacks. Keine Chance. Mal gucken. Mal gucken. Ey, ohne Stimpacks und wirklich, also die Jedi-Kraft war ja bei nix. Ich hoffe, ich fange nicht mal den Kampf von vorne an, aber ich vermute mal, ja, logisch. So, okay. Was ist denn hier? Ja, der, okay. Kommst du nicht dran? Ich hab schon viel Schlimmeres erlebt. Und ihn ein! Genau wie in den Klonkriegen. Warum läufst du weg? Mist. Hab mir was für dich. Sogar ich kommen sehen. Komm, Feuer. Gerissen. Ah, jetzt kann er aber nicht mehr fliegen. Schön. Das hat richtig gesessen. Weg. Ha. Gut. Den müssen wir blocken. Yay. So. Einmal heilen. Gut. Mal so gucken, was jetzt kommt. Oh. Ha. Wir gehen hier mal an Bord und hauen mal ab. Ha. Vielen Dank fürs Abholen, würde ich mal sagen. Dass die hier reinpasst, ey. Krass. Okay, okay. Siehst du, an Astrid. Ich hab's doch geahnt. Ey, Grace. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Eieiei. Murray? Cal, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Okay, also Kashyyyk. Später. Das ist unsere Spur.
Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Okay, ganz schön viel Zwischensequenz, aber so ist es. Genau, wir müssen nach Kashyyyk. Das werden wir auch machen, aber die letzte Folge war ja ziemlich lang. Guck mal, die Pflanzen sind gewachsen. Cool. Der Roche hier sieht toll aus, Grease. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Okay. Wir gucken, hier hinten ist eine Werkbank. Wir gucken mal schnell noch. Können wir hier auch noch speichern. Wir gucken mal schnell, was wir an Ausrüstung haben. Das gab ja so ein paar Sachen, haben wir gefunden. Wobei es erstaunlich wenig Sender. Den. Magus, Pflicht und Entschlossenheit. Bringt es irgendwas, wenn wir alles auf Pflicht und Entschlossenheit setzen? Ne, war. Material haben wir. Dunium. Aus Meridium. Dann nehmen wir mal das Dunium. So. Okay. Ich glaube aber, dass sich, sagen wir mal, am Lichtschwert an sich eigentlich gar nichts ändert. Na gut. So. Dann können wir hier einmal meditieren und können einmal gucken, ob wir uns ausruhen können. Macht wahrscheinlich Sinn. Und dann haben wir zumindest einmal gespeichert und machen jetzt auch Schluss. Die letzte Folge war ja echt lang, über eine halbe Stunde. Und die Folge war dafür relativ kurz. Also der Kampf da in der Arena oder die Kämpfe gingen relativ entspannt. Bis auf, dass wir am Ende keine Stimpacks mehr hatten. Aber den konnten wir dann relativ gut mit Jedi-Kräften erledigen. Und reden können wir mit ihr sowieso nicht. Deswegen machen wir jetzt Schluss und fliegen dann in der nächsten Folge zu nach Kashyyyk. Da geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mal eine andere Sache, würde ich sagen. War mal interessant. Wir sind mal ganz woanders gelandet, aber gerettet worden. Und dafür sind wir natürlich dankbar. Und dann bis zum nächsten Mal.